Ach ja, Freunde, Servus und herzlich willkommen zu Pokémon Omega Rubin. Yeah, wir sind jetzt in der Arena. Was laber ich denn? Arena stehen geblieben, ich Vollidiot. Und wir haben nichts gegen Donner-Pokémon. Das ist das Lustige. Wir haben nichts gegen Donner-Pokémon. Wir haben hier lediglich unser Team ja schon, aber. Leider keine Donner-Pokémon. So, Metang haben wir aber trotzdem noch. Und ich glaube, warte mal, wir können ihn eine. Stimmt, bin ich blöd. Wir können ihn eine Bodenattacke beibringen. Wir haben ja eine. Und ist auch egal, weil wir die irgendwann ihn einfach. Das ist eine Gesteinattacke. Voll Idiot. Dann nicht. Blitz ist. Das sehen wir hier anscheinend sogar. Ach. Wir haben ja gar keine Bodenattacke. Ne, dann bringt es ja überhaupt nichts. Dann kämpfen wir einfach nur normal. Ich dachte, Felsgrab wäre eine Bodenattacke, aber ist es nicht. Okay. Lass mal kämpfen, Blau. Mein Herz brennt von Leidenschaft. Deine Träume gehen in Flammen auf. Yeah! Alles klar, mein Freundeskreis. Chuck Norris, Mann, was geht? Ach nee. Hätte ich auch eigentlich mit rechnen können mit Magnetillo oder sowas, weil das wäre auch perfekt für ein Feuer-Pokémon. Naja. Dann let's go mit dem Sandkopfstoß. Weil der einzige, der in die Nähe kommt von einem Donner-Pokémon, ist nämlich Metang. Und der kann nämlich mehr machen als irgendwie Snor oder sowas. Und scheiße, der ist jetzt paralysiert. Das ist blöd. So. Ach, der wechselt den jetzt. Wart ein Opfer. Och Gott, Sandkopfstoß, let's go. Blub, blub, blub. Aber der kämpft ziemlich schlau eigentlich, der Typ, aber nicht sehr schlau. Einigermaßen kämpft er gut mit dem Tausch ungefähr mit dem Pokémon. Ziemlich gut. Muss man einfach ihn lassen. So, Magnetillo, jetzt können wir ihn wechseln gegen Snor. Und ich glaube, ich tue Snor als erstes rein, weil Metang kann jetzt leider nichts reißen. Das ist das Blöde. Weil, ich weiß nicht wieso, aber... Er kann nichts reißen, Freunde. Und wir haben hier sogar einen Boden. Wir haben sogar hier eine Bodenattacke, aber die bringt uns ja nichts. Überhaupt nichts. Rein gar nichts. Und damit ihr Bescheid wisst, warum Pokémon Omega Rubin manchmal nicht kommt. Ja, Freunde, ich habe ziemlich viel zu tun gehabt mit Smash Bros. U. Ich habe das richtig gesuchtet. Tut mir leid, Freunde. Ich habe Smash Bros. U ziemlich oft aufgenommen und bin schon im 19. Part, Freunde. Das heißt, wir haben täglich erstmal Smash Bros. U. Und Omega Rubin werde ich jetzt auch ein bisschen häufiger aufnehmen, sagen wir es mal so. Und auch ein bisschen Watch Dogs werde ich sogar schaffen, wahrscheinlich. Hey, das war ein heißes Duell. Aber ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, überhaupt einen Watch Dogs Part noch aufzunehmen. Das kann ich jetzt nicht versprechen. Das ist wahrscheinlich klar, ne, Freunde? Was ist das Rätsel? Ne, natürlich nicht. Es geht noch weiter. Hey, in dieser Arena gibt es Knobelaufgaben zu knacken. Das macht Spaß, oder? Ja, das macht sehr viel Spaß, Freunde. Richtig geil. Egon. Fritzel blitzt. Ach, wieso habe ich Metang überhaupt in der. Ach, ich bin blöd. Ich bin auch der einzige Volldepp. Naja, Senfkopfstoß müsste eigentlich ausreichen. Wie gesagt, ich glaube, der Typ vor mir hat auch ein Level 16 Fritzelblitz und hat getroffen. Tot aus. Und das war genauso hier. Wer verliert, ist der Spaß weg. Für Leute, die keinen Skill haben, ist der Spaß weg. Da hast du recht, mein Freund. So, let's go. Mein Charme und die Attacken meines Pokémons werden dich schocken. Oh yeah, Kämpferin und der Bärbel. Wer heißt schon Bärbel, man? Not cool. Und jetzt wäre wieder Snor viel, viel besser dran gewesen. Wäre viel besser gewesen. Verfolgung. Ich glaube, das ist ein Psycho, ne? Der Psycho.
Naja, nix zieht's ab. Das bedeutet, wir machen Eisenschädel. Schädel. Aber das ist auch, glaube ich, gegen Kampf nicht effektiv. Aber es zieht ziemlich viel ab. Reicht schon für seinen Tod. Das war, glaube ich, auch ihr einziges Pokémon, oder? Ja, ich glaube schon. Deine Stärke ist umwerfend. Ich bin so geil angetan von dir. Lass mal Sex haben. Ja, okay, den können wir bald haben. Genau so war das Rätsel nicht gedacht. Ach. Ach, genau so, ja. Ja. Man muss einfach nur alle Schalter drücken. Was ein kreatives Rätsel. Ich habe mit Walter trainiert. Ja, da bin ich. Deswegen bin ich so ungeschlagen. Yeah. Oh yeah, ich bin so Reinhard. Ich bin richtig arrogant, Ben. Halt die Fresse, du kleiner Wichser. Halt die Schnauze. Bitte Abstand. Dein Niveau, mein Niveau, Abstand. So. Sendkopfstoß. Burps. Alter, mein Auge. Ey. Mein Auge, Auge, Auge. Hab ich gerade Buddy Ogin gesagt oder sowas? In der Art. Ich hab keine Ahnung. So, Walter tut nix. Okay, scheiß Pabolise. Pabolise. Sisi. Ich bin der echte Gangster. Ich habe in der Bäckerei geklaut. Ach, du bist so ein Hoden. Boah, Alter, Voltobell erinnert mich immer an meine Sackklöden. Nee, Voltobell erinnert mich an Hodenkrebs irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber Hodentumor oder sowas. Ja, Voltobell, du Hodentumor, hau ab. Hau ab. Geh zurück zu deinem Trainer. Und lutsch ihm die Hoden aus, so. Voltobell möchte ich nicht haben. So, wie viel haben wir überhaupt? Interessiert mich einfach mal so. Spontan 17:40 Uhr. Ja, an der Minute genau. Nee, was für Minute genau? Was laber ich denn für eine Scheiße überhaupt? Also an dem Tag davor nehme ich auf, ist ja klar. Ja, es ist 17:40 Uhr, mein Gott. Ja, genau, an dieser Uhrzeit nehme ich auf. So, Stecker raus und fertig. Genau, ich habe nämlich noch Smash Bros. U einigermaßen gut aufgenommen. Da wir ja. Ich laber nur Scheiße, Freunde. Also Smash Bros. U habe ich ein bisschen aufgenommen und wir sind jetzt an einen Punkt gelangt, wo ich noch ein bisschen warten müsste. Also, nee, wobei, wir können auch noch ein bisschen machen, natürlich ein, zwei Parts, denke ich, noch alleine und dann werde ich es natürlich mit dem Together machen. Und dann kommt der letzte Part. Und dann war es das mit dem LP. So. Da ich weiß, dass du, glaube ich, Magneton hast. Oder irgendwie. Keine Schwer. Oder irgendwie Pokémon hast, die gegen Stahl effektiv sind. Was weiß ich genau wie. Keine Ahnung, Freunde. Ich laber nur Scheiße. Ich will einfach das neue an den Anfang. Punkt. Legen, Brothers. So, let's go, Walter. Wir haben ja noch ein Hütchen zu rupfen. Wie bei McDonald's. Aber wohin schaust du denn, Alter? Hallo, ich bin hier. Uch, wie hast du es geschafft, zu mir vorzudringen? Was sagst du da? Du hast alle Schalterrätsel gelöst. Das ist ja mein Ding. Alter, die Schalterrätsel waren so einfach, wie einen Knopf zu machen. Jetzt, wo der Umbau von Marvel Four City gegessen ist, kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, meine kleinen Maschinenchen zu bauen und mit mir. Und mir mit Jungtrainer wie die Kämpfe zu liefern. Ich bin Walter, der Arenaleiter von Marvel Four City. Und der Team macht sich besser schon mal auf eine Ladung Starksturm gefasst. Ich bin mit Cranky befreundet und mache ein Rap-Album. Derp Derp vs. Walter Gang Bang Dam Dam Bam. Walter Gang Bang. Ach, ich wusste es, dass er ein Magnetillo hat. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kam es mir so bekannt vor, dass er ein Magnetillo oder sowas hatte, ne, Brother? Also, denn. Arrivederci, Gottabidaci, Babadidaci. Und diese Musik ist so geil. Was? Du lebst noch? Ach, Robustheit. Die ist geil. Robustheit ist eine richtig gute Fähigkeit. Wie ihr seht. Und das ist echt nicht
Das ist echt nicht cool. Die Fähigkeit ist nämlich richtig scheiße. Aber ich glaube, der kann die nicht nochmal einsetzen, oder? Darf er das nochmal, wenn er voll KP hat? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Das wäre sau unfair. Ach komm schon, ey. So, Voltoball kannst auch mal sterben gehen. Aber Nitro-Ladung bringt mir auch mit Initiative überhaupt nichts, weil ich bin ja paralysiert. So, was habe ich im Beutel? KP-Erholung. Ich habe keinen Hyperheiler oder sowas. Statusheilmittel. Was? Paralyse. Gut. Sehr gut. Habt ihr das gesehen? Ja, das seht ihr sogar. Paralyse wurde aufgehoben. Ach, Ladevorgang. Leg mich am Boden. So, jetzt benutze ich noch einen Trank, denke ich mal. Ne, Sprudel. Passt perfekt, dann haben wir uns voll geheilt. Und dann let's go. Dann geht's jetzt erst richtig ab. Jetzt bin ich wütend, Freunde. Was macht Ladevorgang überhaupt? Ja, kannst du von mir aus machen, wie du willst. Ich habe die Initiative. Das heißt, ich greife als erstes an. Deswegen bist du mir völlig egal. Lala. Hau ab. So, besiegt. Magnetillo. Nee, das ist das benutzte Magnetillo, glaube ich mal. Ja, ich gehe davon aus. Und ich hoffe, dass seine Fähigkeit überhaupt nicht anhält. Aber ich glaube schon, oder? Ja, die Robustheit ist echt so unfair, ey. Die Robustheit ist echt, man kann ziemlich gut mit dem Typen umgehen. Also der, also mit dem Magnetillo kann man ziemlich viel geile Sachen machen. Seht ihr, was ich meine? Der haut immer ab oder irgendwas macht der Pisser. Magneton! Okay, hat der auch, ich glaube, der hat auch noch Robustheit. Das ist so eine geile Fähigkeit einfach. Man kann mit dem Pokémon sehr viele geile Kombinationen machen. Solange man die Robustheit zum Beispiel hat bei Magneton, Magnetillo oder sowas. Das ist doch richtig Bombe, was man mit den Typen da machen kann. Aber Magneton hat die anscheinend nicht, oder? Ich glaube, wenn man beim One-Hit, oder? Zählt das nur beim One-Hit? Das glaube ich sogar. Das kann sein, dass es nur beim One-Hit zählt. Also, dass beim One-Hit, also gesehen, das K.O. erspart wird. Und Kabuto ist Level 17. Ich weiß, dass Kabuto sich ab Level 20 entwickelt. Das heißt, noch 3 Level. Und dann haben wir unser richtig geiles Gyarados. Und Fritzel ist, glaube ich, auch mit Level 18 oder sowas. Levelt er sich oder so? Keine Ahnung. So, er ist tot. Wir haben ihn besiegt. Walter, hau ab, du kleiner Falterbär. Du Walter Gangbang. Die Niederlage habe ich verdient. Aber kauf mein Album, du Hurensohn. Oh. Ich glaube, ich werde Schwalbini benutzen. Weil wenn es sich schon entwickelt, dann benutze ich den einfach noch. Anstatt, dass ich das unnötig im Team lasse und es saugut entwickle. Was bringt das mir? Habe ich auch nichts davon. Ich weiß auch überhaupt nicht, welches Pokémon ich überhaupt noch reintun soll. Stimmt, Brutalanda wollte ich irgendwie holen. Stimmt, aber was will ich damit? Das ist die Frage. Schwalboss, geil, Omadi. Ja, können wir eigentlich benutzen. Du hast meinen Stromkreis unterbrochen und mir den Saft abgedreht. Hier hast du den Orden, du Hurensohn. Dynamo-Orden. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon, die VM-Attacke zertrümmern, auch außerhalb von Kämpfen einsetzen. Ab jetzt gehorchen dir außerdem alle Pokémon bis Level 40, selbst wenn du sie von anderen Leuten erhalten hast. Und hier hast du noch ein kleines Extra und nur keine Bescheidenheit, nimm ruhig. Voltwechsel. Ein Pokémon, das Voltwechsel eingesetzt hat, kehrt zum Verdacht im Angriff in sein Pokéball zurück und wird durch ein anderes Pokémon aus deinem Team ersetzt. Ach. Das hat er nicht selber gemacht, sondern das wird automatisch so gemacht, oder was? Junges Gemüse mit Talent sieht man hier viel zu selten. Deshalb freut es mich umso mehr, wenn plötzlich jemand von deinem Format vor mir steht.
und sich mein Rap-Album kauft. Ja, ich hau jetzt ab. So, diese Schalter, die sind alle offen, das ist geil. Und hau mir ab. Nice, Brudies. So, wir sind mal im Flow City, haben mal die Arena gemacht und haben jetzt 3 Orden. Aber ich glaube, was wir jetzt machen müssten, ist jetzt nach Wiesenfloh gehen. Einfach aus Prinzip müssten wir eigentlich dorthin. Ich glaube, wir müssten einfach hin. Ist völlig egal, was wir da machen. Route 117. Hier gibt es nämlich auch einen Pensionstypen da. Den können wir da auch reintun, irgendwo ein Pokémon. Aber das ist eher eigentlich für die Leute gedacht, die wirklich ziemlich lange halt das Spiel nicht mehr spielen werden. Oder eher gesagt, erst Ende des Spiels oder ungefähr nach einer bestimmten Zeit wieder hierher kommen. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht hierher wieder kommen, glaube ich zumindest. So, ich bin noch gar nicht in der Pokémon Center gewesen. Fällt mir gerade ein. Das sollte ich mal tun. Bevor ich mich zu Ding hingehen werde. Alter, Marvel Pro City. Da ist die Arena. Wo ist das Pokémon Center? I don't know. Do, bo, bo. Ah, hier. Alter, diese Stadt ist sau verwirrend. Ich weiß nicht wieso, aber die ist sau verwirrend einfach. I don't know why. So, unsere 6 geilen Pokémon. Ja, wir kommen bald wieder. So. Wir bringen erstmal unseren VM-Typen da, Zertrümmerer, bei. Das kann er sogar lernen, das finde ich super schön. Ja. Welche Attacke soll denn vergessen werden? Tackle? Ist mir völlig egal, weil ich alles einfach mal bei dir verlernen werde, weil ich dich nicht brauche, Bro. So. Der Trümmerer kann ich jetzt nämlich. Und da können wir von Wiesenfloh auch immer wieder zurück nach dieser eine Stadt dahin. Ich glaube, wie hieß die? Metaross City, genau. Von dort aus kommen wir immer wieder zu Wiesenfloh und dann wieder hierher. Das heißt, wir brauchen das Boot gar nicht mehr. So. Wir haben uns vollgehalten und können jetzt nun ab ins Gefechtmacher. So, was benutze ich als erstes Pokémon? Snorlax, Metang ist unsere Lieblings-Pokémon. Das ist wohl klar. Was soll ich überhaupt hier spielen? Also mit welchem Pokémon? Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was das für Leute sind hier. Du bist kein Trainer? Ich habe mein Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abholte, kannte es eine Attacke, die ich ihm nicht beigebracht habe. Das hat mich echt umgehauen. Sag ich dir mal. Okay, ich gehe lieber nicht hier nach oben lang. Ich glaube, hier ist nichts so weit. Doch, da ist ein Trainer. So, ich möchte aber die untere Route machen. Da gibt es mal einen Doppelkampf. Ich bin die Jüngere, aber zusammen sind wir einfach unschlagbar. In der Schule gehe ich in die Klasse über ihr. Als Ältere darf ich keine schlechte Figur abgeben. Okay. Ja, das wirklich nicht. Senior und Junior, ihm und Ida, was für Senior, Alter, das ist noch keine Opas und auch kein Enkel-Schreck. Ich habe keine Ahnung, was die labern überhaupt hier. So, Makuhita. Sehr schön, denn wir haben Schnabel drauf. Auf Makuhita, genau. So, Zickzacks. Weiß ich gar nicht, was das jetzt ist. Ich mache jetzt auf Zickzacks Sandkopfstoß, Schnabel auf Makuhita. Sogar ein One-Hit, was ich richtig geil finde. Aber auch nur wegen einem Volltreffer, glaube ich. Sonst wäre es keins. Ich weiß es nicht. So, Metang, noch Zen-Kopfstoß. Und perfekt. Das war's. Schwach. Ach Mensch, hättest du uns nicht gewinnen lassen können. Ausgerechnet vor Ida. Ich konnte nicht helfen, das tut mir so leid. Das tut mir so leid.
So, was sind das für Bären? Was sind das für Bären? Sandalana-Bären. Ja doch, einigermaßen können wir das ja schon gebrauchen, denke ich. Aber ich werde jetzt nicht alle holen. 4 reiche. So oft werden wir die jetzt auch nicht benutzen. Ich werde mal für dich überprüfen, ob du dein Poké-Team auch richtig trainiert hast. Ich glaube, das ist diese Natur oder sowas. Pokémon-Züchterin, genau sowas in der Art. Auch nicht Wingull. Auch das muss jetzt nicht sein, oder? Das muss ja überhaupt nicht sein, Polater. Ja, komm hier, bitte. Aber das wird nicht effektiv sein. Weil es ein Wasser-Pokémon ist. Und eine Flug. Das ist so eine geile Sache, ne, Bra? Ich wusste natürlich nicht, dass das jetzt ein... Alter, dass die jetzt einen Wingull besitzt zum Beispiel. Oder überhaupt so viele Pokémon. Aber ich glaube, es benutzt dann nur Wingulls. Das bedeutet, dass wir uns gleich wechseln werden zum Fritzel. In der nächsten Runde, genau, wenn wir ihn getötet haben. Dann wechseln wir sofort zum Fritzel. Und wir machen den weiter mit Fritzel am Start. Azuril. Genau, perfekt. Dafür haben wir Fritzel. So, Funkensprung. Was? Ist das ein Normal-Pokémon oder sowas? Weil irgendwie war Stahl ja mal effektiv gegen das, ne? Gegen Azuril. Ist das ein Normal-Pokémon? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Stirb doch, man. So, dann mache ich noch eine normale Attacke. Ruckzuck-Keep. Genau, kein Funkensprung. Weil Funkensprung wäre jetzt irgendwie AP-Verschwendung. Ein Ruckzuck-Keep hätte es auch getan, wie ihr seht. Hat die jetzt nur Azuwills oder sowas noch? Der Art. Nee, nicht. Ach, nicht du. Auch mir doch egal, was du lernst, man. Du bist VM. Knilz. Ja, da wird auf jeden Fall Snow eingesetzt. Also da muss man schon ein bisschen wechseln, denke ich mal. Was auch völlig klar ist. So, komm. Komm rein. So, die Nitro-Ladung. Die ballert nämlich richtig geil. Die ballert wie mein Plankton-Weed. Ey, yo. Bin der Banger of the G's. Motherfucker. Knilz, du kannst mir meine Hausschuhe bringen. Willst du mich ernsthaft sagen, du lernt mit 25, also Level 25 erst Ruckzuck-Keep oder was? Ich brauch das überhaupt nicht. So, Goldini. Perfekt für Frizzleberger. Komm. Zeig dir, wo der Wurm steckt, ne? Ja, das ist echt geil, ey. So. Alter, das zieht ja nicht mal alles ab. Warum? Ja, stimmt, das sind ja auch beides dieselben Level. Also dann beide dieselben Level. Deswegen wahrscheinlich. Level 18. Okay, wir haben noch Level 25. Knospi. Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon, so wie es sich anhört. Es hört sich wie ein eindeutiges Pflanzen-Pokémon aus. Nee, was für aus? Ja, was ist das, Alter? Das ist sau klein. Das ist mir so süß. Ich möchte es nicht töten. Wobei, ich töte es. Ich habe Hunger. Perfekt. Was ist Eneku? Ich glaube, das war ein Normal-Pokémon oder so in der Art. Was ist gegen Normal effektiv? Stahl. Nee, passt schon. Wir haben ja Doppelkick drauf. Ja, das ist ein Kackviech. Nee, es kann sogar ein Fee-Pokémon sein, weil so wie es aussieht,
Nee, ist ein normal Pokémon, okay. Eintritt genügt, sage ich mal dazu. Und du bist ein fies Depüt, ne? Das sage ich zu dir, ne, du Kanacke. Ja, okay, du hast das Training hoffentlich gut im Griff. Alter, Junge, Alter, wie viele Pokémon hast du denn? Viel zu viel. Auf jeden Fall im nächsten Part geht's weiter. Haut rein. Ciao. Auf jeden Fall versteckt euch nicht in den Büschen. Da gibt's sehr viele Vergewaltiger. Wie denn Fritzel, Fritzelberg oder Fritzel aus Neustadt. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Part.